war ein super intensives, toll umkämpftes Spiel mit dem verdienten Sieger am Ende? Ja, kann man so sehen. Ich finde, die Mannschaft hat sich das über die Wochen verdient. Ja, auch heute war es ein ausgeglichenes Spiel, wo es sicherlich auch in beide Richtungen gehen kann. Andererseits fällt das 1-1 auch in der Situation, wo ich sage, da ist Lauter nicht unbedingt am Drücker gewesen. Und wir machen das 2-1, wo Lauter ein bisschen stärker wurde. Wir hatten immer unsere Situation auch in Kontern, um Angriffe dann noch zu Ende zu bringen. Und wussten aber auch, dass die Qualität von Lautern so ist mit der Bank, die sie haben, dass da in der zweiten Halbzeit immer noch eine zweite Welle kommen kann mit neuen Spielern. Das wussten wir und dementsprechend bin ich eher froh, dass wir dagegen halten konnten und dass wir da 3 Punkte gelandet haben. Das ist, glaube ich, für alle, die hier im Stadion waren, ein hart erkämpfter, erlösender Sieg gewesen. Ein paar Lauterer Fans haben das natürlich nicht so, die fahren eher betrübt nach Hause, aber für unsere Fans, die im Stadion waren, die waren, glaube ich, ganz glücklich. Und wenn es so spannend ist bis zum Schluss, dann ist die Freude umso größer, wenn der Abpfiff dann erfolgt. Man muss auch sagen, die Stimmung hier gerade mit der neuen Tribüne heute war nochmal was ganz Besonderes. Man merkt, dass sich hier auf jeden Fall was getan hat. Und vom Spiel her, ja, ähnlich. Ich glaube, wir sind gut ins Spiel gekommen, auch verdient geführt. Und ja, dann kurz vor der Halbzeit das Tor gefressen, aber es hat uns irgendwie nicht zurückgeworfen. Wir haben weitergemacht und haben uns dann auch belohnt mit dem 2-1. Im Hinspiel haben wir damals auch, hätten wir es 3-1 machen können, haben es leider nicht gemacht und dann hat sich das Spiel gedreht, aber heute haben wir es hier über die Zeit gebracht. Waren es vielleicht auch die letzten Spiele, die dafür gesorgt haben, dass man nicht gesagt hat, nee, heute holen wir das Ding jetzt heim? Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, so Spiele gerade auch dann in Rostock, die man dann gefühlt in der letzten Minute dann wieder verliert, die nagen schon und man nimmt sie auch mit. Und, aber das Wichtige ist, dass man daraus lernt und ich glaube, das haben wir heute getan und jeder auf dem Platz und auf den Rängen hat gezeigt, dass wir die 3 Punkte haben wollen. Sehr gutes erstes Spiel. Ein Sieg ist immer schön, um ein neues Abenteuer zu starten. Ich bin sehr zufrieden. Es ging alles sehr, sehr schnell. Seit meiner Ankunft, dem ersten Training und dem ersten Spiel vergingen lediglich 3 Tage. Ich hatte keine Zeit zum Nachdenken und es ging quasi direkt ins Spiel. Ich möchte an meinem Maximum spielen, möchte so viele Spiele wie möglich gewinnen. Das sind meine Ziele für den Anfang. Nächste Woche geht es in die Nähe deiner Heimat, nach Düsseldorf. Auch ein tolles Stadion, tolle Atmosphäre, die euch da sicher erwarten wird. Auch Düsseldorf heute ein emotionales 4-3, eine Niederlage erlebt. Was denkst du, was bedeutet das für nächste Woche als Ausgangslage? Ja, es ist wieder so, dass wir auf einen Gegner treffen, der sehr gut ist. Ja, das ist, wie wir es auch zuletzt hatten mit Hannover, ist auch Lautern für mich eine Mannschaft, wo ich sage, boah, die sind eigentlich zu gut, um da unten zu stehen, tun sie gerade. Aber Fortuna ist eine Spitzenmannschaft, die auch immer wieder scheinbar Rückstände auch verkürzen kann zumindest und die man nie außer Acht lassen darf. Wir wissen, dass wir krasse Außenseiter dort sind, wollen aber auch feiern, wenn es irgendwie geht. Wir wollen unseren Fans, die mitfahren, eine Gelegenheit geben, dass wir uns wieder präsentieren, dass wir als kleiner Club auch in Düsseldorf eben bestehen wollen und mutig Fußball spielen wollen, das ist klar. Am Ende brauchen wir ein Quäntchen Glück, um auch vielleicht als Sieger vom Platz zu gehen. Besten Dank und herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Dankeschön.